zusammen, guten Morgen und willkommen zurück hier zu einer neuen Folge LS19 im Hauptfach Nostalgie-Projekt. So, wir werden jetzt mal unseren Kipper hier testen, ob das Tuning geklappt hat, was ich da gebastelt habe. Also der sollte jetzt eigentlich wesentlich schneller abkippen können. Das werden wir gleich mal anschauen. So, der eine ist fertig, der andere ist irgendwo angekommen. Ja, gucken wir uns alles gleich an. So, Himbeer. Ja, guck mal, so muss der sein. Zack, leer ist er und weiter geht's. Da bekommen wir dann hoffentlich jetzt mal endlich alles hier an Paletten mal weggefahren. Ja, wir müssen auf jeden Fall gleich gucken, dass wir die Sämaschine noch aufs nächste Feld bringen. Ja, das ist ja nur noch jetzt die 38, glaube ich, war ist das. Das ist ja ein relativ kleines Feld. So. Gut, hier sind wir auch durch. Dann können wir ja mit dem nächsten im Grunde weitermachen. Das heißt, es müssten noch Erdbeeren sein, die Gurken, Tomaten, wobei wir Tomaten na klar auch gleich in die Tomatensaftproduktion bringen können. So, hier bei den Erdbeeren ist nur die eine Palette. Das geht auch rucki zucki. Was ist, wenn wir das dann erledigt haben, der Gemüsehof dann wenigstens wieder voll betriebsbereit. Er kann arbeiten ohne Ende und wir haben da erstmal wieder Ruhe. Das heißt, wir holen mit dem Überladewagen gleich noch den Kompost einmal, damit wir für die nächste Beladungsphase genug da haben. So, ich denke einmal noch Gurken und dann ja die Tomaten. Ich denke, wir sollten uns hier diesen Lindner auf jeden Fall irgendwann, wenn wir genug Einnahmen haben, kaufen. Das Ding ist einfach genial. Also der hat sich hier oben schon bewährt. Definitiv. Hätte der jetzt noch ein Überlademodul, wäre er perfekt. So, guck. Hier. Gurken fertig, dann machen wir jetzt gleich noch die Tomätchen und dann können wir gucken, dass wir das mit der Sämaschine noch in Gang bekommen.
So, zu den Tomaten fahren wir unten rum jetzt dran. Ist halt die Frage. Ach, der Hackschnitzelmann ist auch angekommen. Na, jetzt geht's aber ab hier. Nee, die Frage ist, was ich gerade sagen wollte, fehlen hier jetzt nur die Sachen oder ist da voll oder warum geht's da nicht weiter? Weil ich sehe hier Tomaten, ich sehe Flaschen. Dann würde ich fast sagen, dass die Produktion da voll sein müsste. Der abnimmt. Das ist Mosterei, glaube ich, nannte sich das. Mosterei, volle Produkte, dachte ich mir doch. So, Tomaten sind voll. Flaschen, ja. Kann man machen. Wieso hat er jetzt keine Tomaten abgeladen? Oder ach, da war voll. Tomaten war voll. Gut. Dann kommt das hier hin. So. Jetzt können wir noch mal gucken, ob wir noch irgendwo aus dem Gemüsehof was rausbekommen. Tomaten können wir noch. Da ist nichts. Ja, bei den Gurken, da ist nichts da. Gut, Gurken müssen wir dann auch noch mal fahren. Ach ja, wenn man denkt, man ist fertig und es dann doch nicht so ist. Es geht so wahnsinnig schnell, das ist ja genial. Ja, dann war das das hier. Jetzt gucken wir mal, wie viel Tomatensaft haben wir. Da, Tomatensaft können wir, denke ich mal, demnächst mal verkaufen fahren. Wir lagern den jetzt aber erstmal ein. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht, ich weiß nicht, ob wir es heute noch hinbekommen, aber spätestens morgen, denke ich mal, könnten wir da ein LKW voll mit Tomatensaft mal veräußern. Das ist ja sehr gut. Jetzt muss ich mal gucken, ob das... Das ist wirklich... zumindest so gut gemacht, dass Flüssigkeiten nicht auf den Kipper aufgeladen werden, sondern nur eben was wirklich Schüttgut ist. Das wollte ich gerade eben noch mal testen.
So, wie viel Tomaten haben wir hier? Also doch, sehen wir hier, sehen wir. Ah, da war gerade 62.000. Gut, das sind noch nicht genug. Da haben wir das hier erledigt. Jetzt holen wir einmal Kompost für die nächste Fuhre, die wir dann hier verteilen müssen. Im Grunde könnten wir dann auch mit dem Ladewagen direkt Stroh holen. Da würde ich nämlich sagen, das laut hier drin, dass wir den Überladewagen einfach hier stehen lassen in der Scheune und uns erstmal den Ding hier schnappen, den Ladewagen. Dann darf der einmal runter zum Hof fahren und Stroh besorgen. So, Hof, 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 Einfahrt, Start frei. So, weiter geht's. Ach ja, Hackschnitzel. Jetzt haben wir hier wieder das Problem, dass wir mit dem nicht hier über den Puppel kommen. Und wenn wir so fahren, geht's mit ein bisschen Schwung. So. Die werden abgeladen. Ach ja, hier waren wir bei, genau. Wir müssen auf die 38. Haben wir da einen Kurs? Haben wir nicht, aber weißt du was? Das kleine Feldchen, das sehen wir mal schnell selbst an. Das ist quasi auch das letzte Feld, das jetzt gemacht werden muss. Da können wir durchaus mal selbst Hand anlegen. Wobei wir hier über kurz oder lang dann auch mit GPS fahren werden. Aber nicht so, sondern so. Wir müssen da mal kurz, das ist der Kleine, das ist einer von den beiden und das ist der andere. Mal kurz reparieren, damit die wieder die richtige Power haben. Bin mal gespannt, ob wir mit dem Saatgut hinkommen, das wir jetzt hier gerade noch drin haben. Aber rein theoretisch müsste das reichen. So, ganz kurz einen Schluck trinken. Irgendwie kratzt es gerade im Hals. So.
So. Hoffen wir mal, dass es jetzt besser geht. Der Tempomat ist so langsam gestellt, deswegen fahren wir auch so langsam hier. Oh Mann. So, komm. Jetzt aber. Jedenfalls sind wir relativ bald fertig jetzt mit der Aussaat. Das ist ja auch schon mal ganz wichtig. Oh, guck mal, der Ladewagen. Her und her und hin, bis wir fertig sind. Auf jeden Fall werden wir jede Menge Stroh bekommen. Wir werden, denke ich mal, die Brauerei gut bedienen können. Aber da können wir auch schon mal so vorbereitende Maßnahmen machen. Das heißt, wir könnten Flaschen hochbringen. Wir können Wasser fahren. Wir können auch noch mal gucken, wie es denn bei der Düngeherstellung mit Wasser aussieht. Da können wir eben zur Not auch noch mal die ein oder andere Tour machen. Den Schafstall noch mal überprüfen. Und ja, nur so. Weil und am Ende dann im Grunde mit Autodrive die Fischzucht befüllen lassen. Das muss na klar auch sein. Aber wir schaffen es heute dann doch nicht mehr ganz hier fertig zu werden. Der Rest des Feldes wird dann eben morgen erledigt. Ich würde mich freuen, wenn er dann wieder reinschaut. 5 Uhr geht's los, morgen früh. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, habt einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder.